Steve Emmo, unser Riesenbaby. Der Steve hat bis jetzt 6 Kämpfe gemacht. 3 gewonnen, 1 unentschieden, 2 verloren. Ich denke mal, es ist keine schlechte Bilanz für die lange Zeit, die er im Boxsport eigentlich mehr oder weniger ferngeblieben ist. Ja, und man konnte es ja sehen beim Sponsorencup dieses Jahr, und deshalb war sein erster Kampf wieder nach sehr, sehr langer Pause. Gegen auch eigentlich einen Mann, der im Grunde genommen nicht schlecht war, der locker 20 Kämpfe schon im Startbuch stehen hat. Da hat er sich gut gemacht, hat dort einen Unentschieden rausgeholt. Man nimmt ja da immer was mit, selbst wenn man verliert oder unentschieden boxt. Haben wir uns gedacht, wir lassen ihn auch bei Leipzig boxt in Ring. Und da ist er auf Muslim Bencaccini getroffen. Steve musste bei dem Kampf in Leipzig das erste Mal sehen, wie das ist, wenn man auf dem Hosenboden sitzt. Er hatte da nicht aufgepasst in der ersten Runde. Ich rief ihm zu, aus der Ringecke, er soll bitte aufpassen, der Gegner kommt über der Außenbahn, weil er ein Stückchen kleiner ist als Steve. 10 Sekunden später hat er auf dem Hintern gesessen und genau das ist passiert. Kam rechts über der Außenbahn, zack. Ja, da muss er halt ein bisschen mehr hören. Dass Steve ja dann die letzten 2 Runden sich ordentlich angestrengt hat und da noch einen Unentschieden rauszuholen, lassen wir die beiden einfach auf der Boxnacht nochmal gegeneinander boxen. Es wird so sein, es ist einfach so, dass ich nicht weiß, wer den Kampf gewinnen wird. Also ich könnte da keine Prognose abheben, das ist ein 50-50-Ding. Und die anderen beiden Trainer von Muslim genauso wenig. Der Steve hat es ja geschafft dieses Jahr, die internationale deutsche Meisterschaft, der GBH im Schwergewicht, im Superschwergewicht, der Amateure zu gewinnen. Also das ist so ein Erfolg, den er dieses Jahr noch verzeichnen konnte. Muss man halt sehen, wie es verläuft, alles so mit Muslim. Ist ein schwerer Gegner, ich habe schon mal hier in die Box, war unentschieden. Ich denke mal, es wird nicht leicht. Er hat mir auf die Bretter geschickt in der ersten Runde, habe aber Gott sei Dank noch unentschieden gekriegt. Ja, diesmal haben wir es natürlich umgedreht. Deine Stärken? Ich schlag sehr hart. Ich bin groß, ziemlich groß. Und würde mich. Meine Stärken. Ich habe eine sehr gute Reichweite, würde ich auch noch sagen, auf jeden Fall. Ja, muss man sehen, warum. Also Ziel eindeutig zu gewinnen diesmal? Ja, natürlich. Es sind so viele Leute da. Die ganze Family ist da, die ganzen Kumpels sind da. Deshalb halt. Deswegen, ich muss gewinnen.